So, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum nächsten Video. Und heute reisen wir zurück ins Jahr 2001, nämlich in die Zeit von Apocalypse. Das ist die dritte Erweiterung im sogenannten Invasion Block. Eine sehr, sehr abgefahrene Zeit, die nicht mehr ganz von den Traumata des Ursa-Blocks geprägt ist. Also nicht mehr so powerless, so schwach wie dann der Maskenblock, sondern schon ein bisschen wieder kreativer, ein bisschen stärker, aber noch lange nicht wieder auf dem Power-Niveau von Ursa. Trotzdem zum Teil sehr spielbar, sehr schön, mehrfarbige Mechaniken, mehrfarbige Karten. Vor allem aber, und das ist das Wichtigste, eine tolle Hintergrundgeschichte, die sehr viel noch mit dem klassischen Dominaria-Geschehen zu tun hat. Apocalypse ist bei vielen Leuten nicht ganz so auf dem Schirm, nicht ganz so präsent, nicht ganz so bekannt. Auch deswegen freue ich mich darüber, dass wir immer mal wieder was Neues machen können. Und damit wird natürlich auch unsere Liste von Themendecks immer länger. Nächstes Deck-Häkchen dahinter, wenn ihr sehen wollt, wo wir ungefähr stehen. Als ich mal den Durchblick gemacht habe, den Überblick darüber, wie viele Decks wir schon haben und welche noch fehlen, da habe ich dieses Video hochgeladen. Könnt ihr hier beim Link drauf euch anschauen und seht dann sozusagen ungefähr, jetzt sind wir schon wieder 7, 8 Decks weiter, was noch vor uns liegt. Das hat noch gefehlt, das Whirlpool-Deck. Ich finde die Klasse, ich finde die Zeit ganz, ganz spannend und interessant, auch weil es sich um den alten Kartenrahmen handelt und um ganz klassische Mechaniken, die wir kennen. Nichts allzu Abgefahrenes und zugleich trotzdem etwas, was so ein Mittelstück ist zwischen modernen und alten Magic. Es ist nicht mehr Oldschool, es ist aber noch lange nicht modernes Magic. Insofern so eine Art, ja, Übergangsphase, die ich unheimlich spannend finde. Dieses Deck ist auch deswegen spannend, weil die Farbgebung witzig ist. Es handelt sich nämlich um ein isselfarbenes Deck, also blau und rot. Und auf der Rückseite erfahren wir ein bisschen was darüber, worum es geht. The Whirlpool Deck is built to give opponents that sinking feeling, also das Gefühl vom Untergehen. Ne? Burn Cards and Counter Spells control the board. Also du haust drauf mit Burn-Karten und verhinderst mit Counter Spells and Whirlpool Creatures make sure other players never resurface. Also die Whirlpool-Karten sorgen dafür, dass andere Spieler nicht mehr wieder auf die Oberfläche zurück auftauchen, nachdem sie durch, ja, Burn-Zauber und Counterspells untergegangen sind. Wir sind gespannt, ob das funktioniert. Ich erzähle auch gleich ein bisschen was dazu, denn ich habe das jetzt schon zwei, dreimal gespielt, das Deck, und ich finde es ein Weird Beast, wie man sagen kann. In dieser Reihe Apocalypse-Decks gibt es noch Swoop, Burial und Pandemonium. Ich meine, Swoop haben wir, die anderen zwei noch nicht, aber ich habe welche besorgt. Keine Angst, da kommt noch mehr. Wenn ihr die Playlist sehen wollt zum Invasion-Blog, da findet ihr alle bisherigen Videos hier oben in der Ecke. So, genug dazu. Und jetzt schauen wir mal ins Deck rein. Ich habe das nicht in dieser Schachtel drin, weil wir es gesleeved haben, provisorisch gesleeved haben, damit wir es ein paar Mal zocken können und gucken können, wie es funktioniert. Deswegen war das jetzt in dieser Schachtel drin. Ich wollte einfach auch mal einen Eindruck kriegen, weil ich jetzt mittlerweile mehrere Invasion und Apocalypse-Decks habe und deswegen ein bisschen das mit meinen Söhnen zocken wollte. Und ich kann auch gleich sagen, ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt. Es ist eine unheimlich starke Card-Draw-Maschine drin. Es wird sehr, sehr viel gezogen. Allerdings manchmal ein bisschen eigenartig, indem man sehr viele Karten wieder weglegen muss, was der ganzen Sache nicht unbedingt den Kartenvorteil vermittelt, den man sich eigentlich wünscht. Schauen wir es uns einfach an. Wie ich habe schon angekündigt, die Karten sehen wunderschön aus. Es ist eine ganz tolle Optik und die Anleitung schauen wir uns diesmal zum Schluss an. Die ist noch hier drin. Da gehen wir nachher nochmal rein. Erste Karte, die wir sehen, ist der Quicksilver Dagger. Für 3 Mana kriegt ihr eine Kreaturenverzauberung. Das ist das Apocalypse-Logo. Und die verzauberte Kreatur bekommt die Eigenschaft, dass du sie tappen kannst. Und dann teilt sie einen Schadenspunkt auf einen Zielspieler aus. Und du darfst eine Karte ziehen. Finde ich eine sehr starke Verzauberung im Common-Bereich. Ne? Also Timmy-Effekt plus einmal Karten ziehen für jedes Mal tappen. Super stark, wenn du die Kreatur dann im Zug mehrmals tappen kannst, weil du zum Beispiel sie einmal enttappst durch einen anderen Zauber oder Kreatur, dann hast du gleich 2 Karten und 2 Schadenspunkte. Ist eine sehr schöne Verzauberung, die mochte ich gleich. Dann haben wir hier die Invasion-Länder. Ihr wisst ja, wie es ist. Die Hauptsets haben immer die Standardländer drin. Das ist jetzt bei Apocalypse nicht der Fall, weil das kein Hauptset ist. Invasion hat die Länder gehabt, Apocalypse hat keine Standardländer und die Invasion-Länder sind meines Erachtens mit die schönsten überhaupt. Neben den Odyssey-Ländern gibt es hier ganz, ganz tolle. Das ist jetzt nicht unbedingt das, das ich meine, aber zum Beispiel hier dieses Gebirge gefällt mir sehr gut von Glen Angus. Vor allem sehr schön finde ich hier diese Insel von Tony Shudlow. Die finde ich richtig, richtig süß. Hat so ein bisschen was von Lucasfilm-Optik, Monkey Island. Ihr wisst, wovon ich spreche, wenn ihr aus der Zeit kommt. Gefällt mir unheimlich gut. Und gut, manche Gebirge sind jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckend wie das hier, aber auch dieses hier zum Beispiel von John Avon, diese wunderbare Tiefe, räumliche Tiefe, von der ich immer oft erzähle, wenn wir diese Bilder betrachten, die der John Avon in die Bilder hineinbekommt, die finde ich hier auch wieder ganz, ganz toll. Und ja, das atmet unheimlich viel von Seewind und von Küstenatmosphäre. Das hat er toll gemacht, so eine sehr, sehr schöne Insel. Wir haben noch weitere Länder, die wir uns anschauen können.
Dwarven Petrel ist eine Kreatur für 3 Mana, 4/2 im Uncommon-Bereich. Die enttappt nicht während deines Untapped-Steps, aber wenn du einen nicht-roten Spruch sprichst, darfst du sie enttappen. Dafür kriegst du für 3 Mana 4/2 Reiter. Das ist nicht ganz so super stark, aber du kannst ihn, wie gesagt, immer wieder enttappen durch blaue Sprüche in dem Fall. Das kann ihm in bestimmten Situationen sicherlich auch einen Vorteil geben. Ich lege ihn mal hier oben hin. Scorching Lava für 2 Mana ist ein Common-Card und da sehen wir auch eine der Mechaniken aus dem Invasion-Block, nämlich Kicker. Kennt ihr, ist vielfach gereprintet worden, immer wieder neu aufgelegt, genutzt worden, ist also jetzt auch gar nichts so super Neues mehr. Damals war das noch ein bisschen frischer. Wie funktioniert das? Du kannst 2 Schadenspunkte auf eine Zielkreatur oder Spieler austeilen, wenn du 2 Mana ausgibst und wenn du Kickerkosten zahlst, kannst du es noch verhindern, dass die Kreatur, die du damit betriffst, dass die nicht regenerieren kann und statt in den Friedhof ins Exil geht. Finde ich ganz süß, kann man nichts sagen, ne? Whirlpool Rider. Jetzt seht ihr die erste Kreatur, die diese Whirlpool-Fähigkeit hat. Für 2 Mana kriegt ihr einen 1/1er Merfolk und wenn der ins Spiel kommt, mischst du Karten von der Hand in die Bibliothek und ziehst so viele Karten. Das ist dieses Whirlpool-Prinzip. Whirlpool ist ja quasi dieser Strudel, ne? Und so müsst ihr euch einen Strudel vorstellen. Es gibt viele dieser Karten, das macht dieses Deck zu so einem dauerhaften Strudel, permanent rein mischen, in die Bibliothek permanent neu ziehen. Also du hast so ein Gewirbel an Karten permanent und das sorgt natürlich bei dir für viel Flexibilität und immer neue Karten. Allerdings wird es auch sehr schnell unruhig, das Spiel. Und manchmal hast du so schöne Karten auf der Hand, die willst du gar nicht neu ziehen. Dann ist es ein bisschen störend. Der Whirlpool Drake, ja, der heißt so, wie ich eben angedeutet habe, der hat auch so einen Effekt drin. Für 4 Mana 2/2 fliegen, kriegst du einen Drake, ankommen. Wenn der ins Spiel kommt, schaffelst du die Karten aus der Hand wieder in die Bibliothek. Ziehst du viele Karten, genau wie bei dem anderen eben. Und wenn er in den Friedhof kommt, mischst du die Karten von der Hand in die Bibliothek und ziehst so viele Karten. Das ist also quasi zweimal, nicht nur beim Rauskommen, sondern auch noch beim Sterben. Ein Gebirge, wo haben wir das hingetan? Dahin. Und die Fairy Squadron. Für 1 Mana kriegst du ein 1/1er Kreatur, eine Fairy, die kann allerdings nicht fliegen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber wenn du die Kickerkosten bezahlst für 4, kriegst du eine 3/3er, nämlich 2 zusätzliche 1/1 Counters obendrauf. Und dann ist er auch fliegend. Dann ist er allerdings ziemlich teuer. So ist ein bisschen ein Mixed Beast. Ich finde es nicht so toll, die Karte. Exclude für 3 Mana ist ein Instant. Counter-Target Creature Spell, draw a card. Finde ich ganz süß. Du kriegst zusätzlich eine Karte für deinen Counter-Spell. Leider ist es ein Creature Spell, wenn da stehen würde. Counter-Target Spell, draw a card. Dann wäre es ein Monster. Ne? I don't have time for you right now, sagte Fairy. Also tschüss, geh mal weg hier. Da seht ihr den berühmten zalfirischen Magier, der dieses Monster hier wegzaubert. Ich kann mich gerade nicht um dich kümmern, ich habe Wichtigeres zu tun. Deswegen kriegst du auch noch eine Karte oben drauf. Die ist schon ganz witzig, die Karte. Metatran Transport. Das ist eine wichtige Karte hier drin. Auch gar nicht so doof, finde ich. Für 3 Mana kriegst du einen 1/3er Flieger. Kann nicht geblockt werden von blauen Kreaturen, aber du kannst eine Zielkreatur blau machen bis zum Ende des Zuges. Dann haben wir noch was typisch ist für dieses Set, nämlich diese doppelten Karten hier. Da hast du eine rote Karte und eine blaue Karte auf einer Karte drauf, also quasi 2 Spells auf einer Karte. Einmal kannst du für 2 Mana den Fire Instant aussprechen, ankamen 2 Schadenspunkte, die du aufteilen kannst auf jede Anzahl von Zielkreaturen oder Spielern. Oder Eis, finde ich sehr, sehr schön. Fire and Ice passt auch gut zusammen. Du kannst mit dem Instant hier ein Permanent tappen und eine Karte ziehen. Das ist viel Flexibilität, das dir zum richtigen Zeitpunkt eine ganze Menge Optionen in die Hand gibt. Das mag ich, das gefällt mir, das finde ich an diesem Set auch toll. Den Whirlpool Drake haben wir gesehen und dann haben wir noch den Bloodfire Carvo. Die Carvos sind eine ganz wichtige Spezies, die auch schon in Invasion eingeführt wurde. Ein ganz wichtiger Tribe, da finden wir auch später noch den Flametongue Carvo, der so eine paradigmatische, mächtige Kreatur ist, die auch heute noch sehr beliebt und bekannt ist. Dieser Carvo hier für 4 Mana ist eine 2/2er Kreatur, die kannst du opfern und damit Schadenspunkte austeilen lassen. Heart of Fire, Blood of Lava, Teeth of Stone. Wunderschön, wunderschön. Jawohl, dann haben wir nochmal die John-Avon-Insel und ein sehr schönes Gebirge von Jeff Miracola. Das finde ich ziemlich cool hier mit diesen, was ist das, Winden, die da über den Fels, den nackten Fels blasen. Gefällt mir gut. Noch den Bloodfire, Kavu und dann haben wir Jilt. Ein Instant für 2 Mana mit einem roten Kicker-Effekt. Das finde ich auch immer ganz cool. Return Target Creature to its Owner's Hand. Also typischer Bouncer. Und wenn du die Kickerkosten zahlst, kriegst du noch 2 Schadenspunkte, die du auf eine andere Kreatur austeilen kannst. Das ist doch ganz cool. Auch wieder sehr flexibel. Und wir haben natürlich ein Bild von Therese Nielsen. Ihr wisst ja, wie sehr ich Therese Nielsen liebe. Wer das Video zu Therese Nielsen noch nicht gesehen hat, kann das hier oben nachholen. Einfach draufklicken und angucken. Typisches Therese Nielsen-Bild. Dann haben wir Suffocating Blast. Das ist eine ziemlich coole Karte, wenn ihr mich fragt. Für 4 Mana, 2 blaue, ein rotes, natürlich ein bisschen schwierig zu casten, aber dafür eine Rare und ein Instant. Schon mal cool. Counter-Target-Spell und es gibt 3 Schadenspunkte auf eine Zielkreatur. Also du hast ein Counter-Spell und ein
Lightning Bolt in einer Karte drin. Und das wiederum finde ich für die 4 Mana ziemlich gut. Also das ist sicherlich eine Rückgratkarte für eine ganze Menge Decks aus der Zeit und hat sicherlich auch später noch eine Menge Spiel genossen. Schönes Kärtchen. Dann haben wir noch ein Gebirge und nochmal den Whirlpool Rider, den habt ihr schon gesehen. Und dann den Quicksilver Dagger vom Anfang. Ne? Ihr erinnert euch diese wunderschöne Verzauberung. Die Fairy Squadron und dann kommt Stun. Für 2 Mana kriegt ihr einen Instant. Die Zielkreatur, die ihr damit auswählt, kann nicht blocken in diesem Zug und ihr kriegt eine Karte oben drauf. Diese ganzen Möglichkeiten, tappen, Schaden austeilen, countern und Karte ziehen, die finde ich klasse. Das liebe ich, das macht richtig Spaß. Du hast immer Karten auf der Hand. Ich bin nur ein bisschen von dem vielen Whirlpool überfordert. Seht ihr gleich wieder auch, haben wir wieder sowas hier, den Whirlpool Warrior, die zweite Rare für 3 Mana 2/2. Wenn der ins Spiel kommt, wird das gleiche Spiel wieder gemacht. Alles aus der Hand in die Bib und dann so viele Karten ziehen. Das kann, wie gesagt, bei einer guten Hand nervig sein. Für ein rotes und Opfern muss jeder Spieler dieses Spiel machen. Die da hier, über die habe ich oft geredet, Seychellen, Anse-Sever, toller Strand, wieder Therese Nielsen, eine der schönsten Inseln überhaupt im ganzen Spiel. Ich sag, das wäre da, keine Ahnung, wo Therese Nielsen das aufgenommen hat, aber für mich ist das die Assoziation, das ist meine Erinnerung. Ne? Da hinten liegt Pralin, das ist Ladik, wie auch immer. Lieblingskünstlerin. Wunderschönes Bild. Und die Rainbow Crow. Das ist auch eine typische Mechanik aus dem Invasion-Block, dass du Farben ändern kannst. Weil Farben matter, Farben sind wichtig, Farben spielen eine große Rolle. Bestimmte Farben lösen bestimmte Effekte aus und in dem Fall kannst du Farben ändern. Mit dieser Krähe kannst du das machen. Für 4 Mana 2/2 fliegend kannst du für 1 Mana die Regenbogenkrähe in ihrer Farbe ändern. Das hat auch in manchen Spielen schon Vorteile gebracht. Nochmal den Whirlpool Rider, nochmal die Insel und hier haben wir die Chromatic Sphere. Das ist eine Ankamen, die ist hier mehrmals drin, für 1 Mana. Und du kannst 1 Mana ausgeben, sie opfern und darfst dann Mana jedweder Farbe zu deinem Mana-Pool hinzufügen. Und, was kriegst du? Noch eine Karte oben drauf. Gar nicht doof. Wie gesagt, wenn das Deck erstmal rollt, dann rollt es richtig, dann hast du immer Karten. Es läuft sehr, sehr schön, macht richtig Spaß. Es ist nur dieser Whirlpool-Effekt, der mich etwas verwirrt manchmal. Es fehlt nämlich zum Beispiel etwas auf den Karten, wenn da drauf steht zum Beispiel, wenn ein Whirlpool-Effekt ausgelöst wurde, dann. Oder wenn du eine andere Karte mit Whirlpool-Effekt gespielt hast, dann hast du diesen und jenen Vorteil. Das haben sie nicht. Also ist keine richtige Mechanik, also die sich so wirklich aufeinander bezieht. Du mischst nur permanent Karten aus der Hand ins Deck. Das kann Vorteile haben, kann allerdings auch Nachteile bringen und verwirren, aber auch dir richtig einen guten Start geben. Man muss es einfach ein paar Mal spielen. Ich habe es jetzt 2, 3 Mal gespielt. Es macht richtig Spaß, kann ich gar nicht sagen. Ein richtig witziges Deck, aber auf das Whirlpool hätte ich auch verzichten können und mir nur die einfachen Card Draws, die hier drin stecken, nutzen können. Auch hier wieder super cool. 1 Mana Opt, kennt ihr ja. Ist ja 1000-mal gereprintet worden. Jetzt hier von John Howe das Bild. Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library and draw a card. Ne? We need alternatives, Hannah. Jetzt. Und nochmal Stun, haben wir eben schon gesehen. Nochmal dieses Gebirge. Moment, das kommt hier hin. Und der Coastal Drake für 3 Mana 2/1 fliegend. Und für 2 und tappen kannst du ihn auf die Hand zurücknehmen. Das ist eigentlich immer ganz süß, finde ich. Das gibt dir immer eine Menge Vorteile. Auch im Kampf kannst du den dafür nutzen und retten und anderes. Mountain, wunderschöne Insel. Und den Bloodfire Dwarf. Den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Für 1 Mana 1/1 von Ron Spencer. Typisches Ron Spencer-Bild. Klassische Ron Spencer-Optik. Cool gemacht. Kannst du opfern für ein rotes und dann gibt es einen Schadenspunkt auf jede Kreatur ohne Flugfähigkeit. Damit kannst du schon das ein oder andere Board leer räumen. Relativ früh. Das ist also schön, auch als Mass Removal. Da hast du hier 2 von drin. Finde ich ganz cool. Mal gucken. Genau. Each creature without flying. Dann haben wir den Minotaur Illusionist für 5 Mana, 3/4. Der hat 2 Effekte mit jeweils verschiedenen Farben. Für ein farbloses und ein blaues kann er nicht Ziel von Sprüchen oder Fähigkeiten diesen Zug werden. Oder für ein rotes und opfern kannst du ihm Schadenspunkte in der Höhe seiner Stärke auf eine Zielkreatur austeilen lassen. Ja, auch nicht so doof, finde ich. Bloodfire Infusion für 3 kann nur eine Kreatur verzaubern, die du selbst kontrollierst. Und wenn du die opferst und mit dem roten, gibt es Schadenspunkte in der Höhe ihrer Stärke, der verzauberten Kreatur, also auf jede Kreatur. Auch das nicht so unbrauchbar. Schönes Gebirge, schöne Insel, nicht so schönes Gebirge. Noch ein Illusionist und Confound. Für 2 Mana kriegst du dann Targets, Counterspell. Diesmal kannst du damit nur einen Spruch counter, der eine Kreatur oder mehrere von dir targetet, also anzielt. Kriegst dafür aber wieder mal eine Karte. Und das ist aus dem anderen Set, aus dem zweiten Set aus diesem Invasion-Block, nämlich Planeshift. Und kriegst eine Karte oben drauf. Ist das nicht schön? Immer viele, viele Karten, die dir zusätzliche Karten schenken.
ganz praktisch. Razor Fin Hunter ist ein Merfolk-Goblin, finde ich eine Wahnsinnskarte. Super cool. Oben Goblin und Merfolk, die habe ich schon oft belacht. Ich finde die richtig witzig, genial gemacht von Jeff Easley. Für 2 Mana 1-1 tappen, einen Schadenspunkt auf die Zielkreatur oder Spieler. Sozusagen noch ein Timmy hinten drin und du kannst ihn quasi als Merfolk und als Goblin laufen lassen. Fand ich ganz cool. Chilled haben wir schon gesehen. Mountain haben wir auch schon gesehen. Und angekündigt, der fantastische Flame Tongue Kabu. Absolute Klassiker-Karte aus Blame Shift. Führt 4 Mana, 4-2. Und wenn ihr ins Spiel kommt, 4 Schadenspunkte auf eine Zielkreatur. Die ist mega stark. Die wurde gereprintet. Die wurde neu aufgelegt als kleinere Kreatur. Jetzt vor kurzem erst in einem der neuen Sets. Die lässt sich in vielen Kontexten spielen. Die ist richtig gut. Ein mächtiges Kärtchen kommt hierhin. Und am Schluss nochmal der Razor Fin Hunter. Tolles, witziges Deck. Und jetzt schauen wir nochmal in die Anleitung rein. Wir sparen uns den Fragebogen. Dazu habe ich auch schon in tausenden Videos, nein, übertrieben, aber in hunderten Videos etwas gesagt. Muss man ja nicht alles wiederholen. Das Whirlpool Deck. Gucken wir erstmal, worum es geht in Apocalypse. Also Apocalypse belohnt dich dafür, dass du Karten von Enemy Colors spielst. Das haben wir ja hier auch. Rot und Blau. Enemy Colors. Du wirst belohnt dafür, zum Beispiel durch eine ganze Reihe von Zyklen, etwa die Disciples, die so ähnlich sind wie die Apprentices aus Invasion, mit anderen Fähigkeiten, die Volvers oder die Sanctuaries, die haben wir jetzt hier gar nicht groß drin gehabt, brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Dann haben wir More Split Cards, das haben wir gerade gesehen. Split Cards, so nennt man die. Die eine Karte davon habe ich euch gezeigt. Diese hier, davon gibt es jetzt mehr in Apocalypse, fand ich auch sehr schön. Envoys, das sind 7 Kreaturen in Apocalypse, die dir helfen, deine Hand aufzufüllen mit Kreaturen ihres Typs. Das ist auch ganz schön. Kannst du also quasi, wenn du Tribal spielst, dich ein bisschen verstärken noch, ne? Zum Beispiel für Soldiers, Merfolk, Zombies, Goblins, Elves, Kabus und Flagbearers und Siphon Creatures. Da gibt es verschiedene Kreaturen mit einer neuen Fähigkeit. Haben wir jetzt in diesem Deck, glaube ich, auch nicht gesehen. Genau. Ja, brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Die Apocalypse Story. Die Phyrexianische Invasion geht weiter. Es sieht schlecht aus für Dominaria. Millionen Dominarianer sind gestorben durch verschiedene Seuchen, so ist es richtig. In der zweiten Welle sind Hunderttausende weitere gestorben im Kampf. Und so sind nun die Dominarianer in der Unterzahl und ihre Zeit läuft davon. Die Phyrexianische Invasion läuft für die Phyrexianer verdammt gut und die großen Helden Gerard und Ursa sind im Herz von Phyrexia gefangen. Ihr Geist ist getwistet, also verdreht durch Yawgmoth, den großen Bösewicht dieser alten Stories. Ihre Bodies are locked in battle with each other. Da gibt es auch die berühmten Karten zu, diese Phyrexian Arena, wo die beiden miteinander kämpfen und so. Gibt es eine lange Geschichte im Hintergrund. Die Leute, die in Magic Lore fit sind, können das besser erzählen als ich. Das ist total cool. Und anderswo auf Phyrexia sind die 4 übrigen Planeswalkers dabei. Unermüdlich eine Kettenreaktion anzuzünden, die dazu führen soll, Phyrexia zu zerstören und den dunklen Herrscher von Phyrexia zu besiegen. Aber es ist schwierig, das hinzubekommen. Zwischendrin haben wir noch hier den zweiten Handlungsstrang, der hat was zu tun mit Krovax, der Stronghold und dem Wrath-Zyklus. Die sind ja auch stark miteinander verwoben. Und in diesem ganzen Horror Old Enemies Battle as Allies. Alte Feinde kämpfen miteinander jetzt plötzlich als Verbündete. Und das wiederum sieht man hier, indem Enemy Colors plötzlich miteinander in einem Deck spielen. Ich habe das jetzt so unbeholfen, wie ich bin, versucht zu erklären. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr das kurz anhalten und nochmal durchlesen. Zum Deck haben wir gesehen, Whirlpool Warriors, die erste Rare, die zweite Rare ist Suffocating Blast. Die fand ich ziemlich cool, die Karte. Und wie man das spielen soll, kriegen wir unten nochmal erklärt. Du sollst deine Optionen offen halten. Das ist der Grund, warum du sehr viele Karten ziehen sollst. Ne? Oft hast du aber dann nutzlose Karten und siehst ganz schnell, wie dein Spiel untergeht. Und mit den Whirlpool-Karten hast du die Gelegenheit, immer wieder neu zu starten und eine neue Hand zu ziehen. Also nicht nur Einzelkarten, sondern ganze neue Hände zu ziehen. Das ist der Trick und der Witz hier bei dem Whirlpool-Deck. Stör dich nicht dran, wenn du nur wenige Karten auf der Hand hast am Anfang und nur wenige brauchbare Karten, aber vielleicht ein Whirlpool Rider, denn sobald du den Rider draußen hast, kannst du eine komplett neue Hand ziehen. Das heißt, du brauchst jetzt nicht unbedingt dir Sorgen machen und Mulligan und darüber, ob dein Spiel gut läuft. Solange du eine Whirlpool-Karte auf der Hand hast, kannst du im Grunde immer wieder neu starten. Das ist natürlich witzig. Wenn du zu viele von diesen Whirlpool-Karten hast, wenn du 3 oder 4 davon hast, dann hast du natürlich ein Problem, weil da musst du permanent neue Hände ziehen. Das ist nicht immer ideal. Jo. Aber hier steht, denk dran, behalte Karten, die du nicht unbedingt zum Spielen brauchst, wie Extraländer oder schwache Kreaturen.
Auch spät im Spiel, denn du kannst immer wieder durch Whirlpool-Kreatur diese nutzlosen Karten abwerfen und dir neue Karten ziehen. Ja, das ist richtig. If you build up a sizable hand of not so great cards, your Whirlpool creatures might be able to turn that lead into gold. Aha. Ja, weil du viele Karten auf der Hand hast und dann auch viele Karten ziehen kannst und der Gegner vielleicht nur noch wenige Karten hat, dann bringt ihm das nicht so viel, neue Karten zu ziehen wie dir. Weil wenn du im Late Game noch sechs Karten hast, kriegst du eine komplette neue Hand mit sechs Karten. So ist das gedacht, deswegen finde ich es ja ganz witzig und lässt sich super spielen. Ich habe halt immer das Pech gehabt, dass ich die Whirlpool-Karten am Anfang hatte. Jo. Ansonsten. Klassisches Spiel. Du hast Möglichkeiten, ein bisschen zu resetten, das Board leer zu räumen, du hast Möglichkeit zu countern, du hast ein paar Flugkreaturen, du hast also ziemlich viele Möglichkeiten zu reagieren, aber der eigentliche Trick ist die Kartenzieherei und dir den Kartenvorteil zu erwerben. Ja, das war's. Whirlpool, Apocalypse. Sehr witziges Deck, wie gesagt, die Dinger lohnen sich zu besorgen, die sind sealed nicht so günstig zu kriegen, geöffnet schon eher. Man sollte dafür nicht mehr als 20 Euro ausgeben, denn der Kartenwert darin ist nicht besonders hoch, aber Spaß macht das allemal, sowas zu spielen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Und wenn ihr Bock habt, sowas mal zu spielen, dann kommt einfach in unseren Discord, unten verlinkt. Da findet ihr Gleichgesinnte, die sich gerne auch mal mit Themendecks battlen. Das war's für mich, von mir heute, für euch und ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.